Günther ist schön am Chillen, Leute. Willkommen im Tiergartenclub. Es ist Sommer und zurzeit richtig heiß. Aber wir bringen euch ganz entspannt durch diese heiße Jahreszeit. Wir zaubern nämlich coole Snacks und Drinks. Heute machen wir eine Wassermelonenpizza, einen Tigerentenshake und ein Blitzeis. All das gibt's auch für euch zum Nachmachen, denn Köchin Felicitas Teen zeigt uns, wie es geht. Und jetzt geht's los mit den Tigerenten und den Fröschen. Tigerentenclub mit Club DJ Max, Günther Kastenfrosch. Und hier sind für euch Laura und Johannes. Schönen guten Tag, Leute. Hallöchen. Willkommen im Tigerentenclub. Schön, dass ihr am Start seid. Wir haben für euch heute Folgendes im Angebot. Ein zaubernder Frosch, und es ist nicht Günther. Auf jeden Fall jede Menge fußballverrückte Tigerenten. Und ein Quergang, der es echt in sich hört, Leute. Und zwei starke Teams. Und wir starten mit den Fröschen. Hier sind sie vom Arnoldi-Gymnasium aus Gotha. Hier sind für euch Marie, Oskar und Konrad. Hallöchen Marie, willkommen im Tigerentenclub. Oskar, schön, dass du da bist. Hi. Guten Tag Konrad, ich freue mich sehr, heute mit meinen Fröschen zu spielen, die ich kennenlernen möchte. Und das sind sie. Das ist Marie. Ihre Hobbys sind Hip-Hop-Tanzen und später möchte sie Lehrerin werden. Kommen wir zu Oskar. Seine Hobbys: Schwimmen, Fußball, Lesen, Zockern und Zaubern. Die Nummer 3 im Bunde ist Konrad. Seine Hobbys: Astronomie, Schach und Skifahren. Und später möchte er Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik werden. Eure Klasse, die 5A1, ist uns ja live zugeschaltet. Wer ist bei euch der Lauteste in der Klasse oder die Lauteste? Ganz klar Nevi. Ganz klar Nevi? Ja. Okay, wollen wir das mal testen? Genau. Komm, wir schalten mal in die Klasse 5-1. Ich möchte jetzt mal wissen, wie laut ihr seid. Auf 3. 1, 2, 3. Okay, Leute, vielen, vielen Dank. Genauso will ich das hören. Schön, dass ihr am Start seid. Bitte genauso euer Team die ganze Zeit anfeuern. Ich würde sagen, meine Ohren sind im Eimer, aber wir sind bereit. Boah, das war definitiv super laut. Ich hoffe, die Tigerenten sind genauso laut. Sie kommen vom Eduard-Mörike-Gymnasium Neustadt. Hier sind Maya, Matteo und Fabienne. Hallihallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf meine Tigerenten und das sind sie. Maya spielt Fußball und liest super gerne und hat als Vorbild Manuel Neuer und Leon Goretzka. Matteo ist auch super fußballverrückt, fährt aber auch Scooter und macht Parkour. Und Fabienne ist auf Pferde spezialisiert. Sie reitet nämlich super gerne, voltigiert und möchte aber auch mal berittene Polizistin werden. Also alles dabei bei den Tigerenten. Fabienne, erzähl doch mal, habt ihr eine Strategie quasi so für den Tigerentenclub euch zurechtgelegt? Gön. Gewinnen? Ja. Ja. Und das finde ich mal, ist mal eine Ansage. Die Frösche waren ja gerade ziemlich laut. Glaubt ihr, eure Klasse ist genauso laut? Ja. Lauter. Beziehungsweise lauter. 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 Lauter, das gefällt mir sehr gut. Lauter. 5a, seid mal lauter als die Frösche. Ich habe gar nichts gehört. Doch, also mein ich glaube, da hat einer in der Klasse gepupst, das war's auch schon. Du hast auch nicht mehr so gut, Johannes. Leute, lasst uns anfangen, die Jagd auf die Notbremse beginnt. Wir kommen zum Team. Check. So machen wir das. Wir kommen zum allerersten Spiel, das nennt sich Füttern erlaubt. Und zwar geht es darum, dieses Nilpferd zu füttern. Das hat nämlich riesen Hunger und ihr müsst mit euren Bällen in das Maul treffen. Ihr habt dafür 60 Sekunden Zeit. Wer mehr Bälle verfüttert, der gewinnt das Spiel. Es geht los in 3, 2, 1, go! Auf geht's, Frösche! Oh, ja. Jawohl! Maya trifft. Matteo, nix liegt nach. Oh, klasse, Oskar, sehr gut. Probiert sogar nochmal. Sehr gut, aktuell steht es 2 zu 2. Oh, war das knapp? Ja, dritter. Wow! Was? Doppeltreffer für Matteo. Matteo, was machst Hammer. Du denn? Boah, hat er gleich noch probiert, aber einer ging rein. Oskar, nicht so fest, sehr nicht gut. So fest. Bisschen mit Gefühl, Leute, mit Gefühl. Nicht Ihr schlimm, habt noch Leute. Gute 20 Sekunden. Jawohl. Oh, Matteo räumt hier alles ab. Matteo hat einen Lauf. Matteo hat einen Lauf. Richtig ab. 15 Sekunden noch. Nein.
Noch 5 Sekunden. 5. 4. Maya noch 3. 2. 1. Vorbei. Ah. Wow. Oh Mann, der Schrecken der Frösche hat einen Namen. Matteo. Ich zähl mal aus. Also, ich habe bei den Fröschen habe ich einen grünen Ball, dann habe ich noch einen grünen Ball und warte. Ja. Der dritte grüne Ball. Ich glaube, bei den Tigern muss ich gar nicht viel zählen. Alleine hier vorne liegen schon 5 Bälle. 6, 7, 8, 9. Ich glaube, es sind 10 Bälle für die Tigerenten. Und damit geht die erste Notbremse an die Tigerenten. Oh, danke, Johannes. Matteo, hammermäßig. Hast du eine gute Taktik jetzt gehabt, einfach 2 Bälle aufeinander zu werfen? Ja, also ich habe versucht, den von den Fröschen einfach ein bisschen wegzumachen. Und dann habe ich halt 2 in die Hand genommen. Und diese Taktik ging auf. Die Frösche haben zwar gut nachgezogen, aber Matteo und die Tigerenten als Team waren unschlagbar. Notbremse Nummer 1 für die Tigerenten. Damit führen sie aktuell. Aber im Tigerentenclub geht es nicht nur um Notbremsen. Es geht auch um den guten Zweck. Wir unterstützen Projekte der SWR und SR Herzenssachen mit 600 und 400 Euro. Liebe Frösche, liebe Marie, wie heißt denn unser Projekt? Wir spenden für die Kinderreporter auf Tour Baden-Württemberg der Kinderhilfsaktion Herzenssache e.V. Ein super tolles Projekt und genau darum geht's. Es geht um die Kinderfilmakademie in Sindelfingen. Die organisieren Medienworkshop. Da geht es zum einen um Medienkompetenz, es geht um Integration in der Region, aber es haben eben nicht alle Kids die Möglichkeit, da mitzumachen bei den Angeboten von SimTV und genau dafür ist das Geld. Also da wird der Spielplatz unterstützt, die Schule, natürlich geht es auch darum, dass jedes Kind mitmachen kann bei diesen tollen und sinnvollen Medienworkshops. Und auch die Tigerenten haben sich was Schönes ausgedacht. Fabienne, wie heißt denn euer Projekt? Wir spenden für ein Instrument lernen in Saarland. Ein Instrument lernen, also musikalisch wird's. Es geht darum, Herzenssache finanziert ein Projekt des Vereins Amme e.V. und die sollen im Saarland mehrere Kooperationen zwischen Förder- und Musikschulen vereinen, in denen bis zu 100 Schüler und Schülerinnen mit geistiger Behinderung durch kompetente Musikschullehrer musikalisch ausgebildet werden. Also zwei ganz, ganz tolle Projekte und wir drücken die Daumen. Weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Wir kommen zum Froschhüpfen. Da ist Gedächtnis gefragt, deswegen schicke ich den Mann ins Rennen, der sehr gut Schach spielt. Oskar, Konrad, für die Frösche, was erzähle ich? Konrad. Und das Wissen wurde eindeutig Fabienne zugeschrieben, denn sie liest super gerne. Kommt zu uns, du startest für die Tigerenten. Wir erklären euch gleich die Spielregeln. Der Computer gibt euch eine Hüpfreihenfolge vor. Und zwar sind es 10 Felder. Ihr beide müsst die bitte nachhüpfen. Wer sich die meisten Felder merken und nachhüpfen kann, der bekommt genau diese Notbremse. Also Leute, passt gut auf. Lieber Computer, gib uns die Hüpfreihenfolge. Kommt in die Mitte und dann startet das Froschhüpfen für euch in 3, 2, 1, go! Konrad, am Anfang, glaube ich, lief es noch die paar Felder. Ja. Was ist dann passiert? Ich bin ausgerutscht. Du bist ausgerutscht? Ja. Was würdest du sagen, wie viele Felder haben wir? Höchstens 4 oder 3. Höchstens 4 oder 3? Wir gucken uns dein Ergebnis an. Das ist es. 1, 2, 3, 4. 4 Felder richtig, dann kam der Ausrutscher. Die Frösche legen vor mit 4 Feldern. Also ich meine, ein Lächeln auf deinem Gesicht gesehen zu haben. Vor Zufriedenheit, weil es so Spaß macht oder beides zusammen? Also es macht schon Spaß auch, ja. Und ich war mir eigentlich sicher, dass ich mindestens mehr als 5 Felder jetzt eigentlich richtig habe. Mehr als 5. Das wäre ja auf jeden Fall mehr als 4, die Konrad hat. Wir schauen uns mal dein Ergebnis an, Fabienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Felder. Mehr als 5. Ja, als Leute, Konrad. Gut. Diese Notbremse geht ganz eindeutig an die Tigerenten. Ja!
Da ist Konrad etwas wackelig auf den Beinen. Hanna holt sich die Notbremse und damit steht es 2:0. Und wir sind im Clubraum und es wird ein richtig heißes Wochenende. Über 30 Grad. Wir alle schwitzen und sehnen uns, oder Günther, nach richtig schönen und leckeren Drinks und Snacks für den Sommer. Aber genau die gibt's heute bei uns im Tiergartenclub. Und zwar von ihr, von Köchin Felicitas Thehn. Danke. Buongiorno, ihr Lieben. Wenn sie kocht, dann wird es nicht nur richtig lecker. Mhm. Mhm. Sondern auch richtig lustig. Gut. Die Zucchini-Scheiben haben offensichtlich keinen Bock. Mit Felicitas Thehn macht Kochen mega Spaß. Immer köstlich und einfach nachzukochen. Das sind ihre Rezepte. Felicitas Thehn, jetzt bei uns im Tigerentenclub. Mama mia, ist das gut. Mia, super lecker wird's auch heute. Willkommen, Felicitas. Schön, dass du da bist. Tatchen. Feli, es gibt von dir Snacks und Drinks für den heißen Sommer. Mit was fangen wir an? Wir machen eine richtig coole Wassermelonenpizza. Die ist aber nicht salzig, sondern süß mit ganz frischem Obst. Eine so Pizza aus dein cooles Shirt. Oh, vielen Woo. Dank. Ist mit Ananas extra. Ja. Günther, du hast was vorbereitet. Guck mal, er hat den Teig für die Pizza schon gemacht. Sehr gut, danke schön. Also, zunächst also Melone. Genau, einfach aus der Mitte, aus dem dicksten Stück eine Scheibe abschneiden. Da kann man auch die Eltern zu Hilfe bitten, falls das ein bisschen zu schwierig ist. Das heißt, die Melonscheibe ist jetzt quasi unser Teig. Na, guck mal hier, die war da mit dran. Genau. Und jetzt brauchen wir noch eine Soße. Und dafür machen wir einen total leckeren Quark. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, Quark, dann ein bisschen Zucker. Und du kannst ja vielleicht mal rühren, oder? Wie wäre das? Ja, sehr gerne, gerne. Gib mir etwas zu tun. Noch ein bisschen. Und ein bisschen Vanillezucker, weil das gibt immer so ein richtig schönes Beach-Aroma, finde ich. Könnte man da auch Quark mit Geschmack nehmen? Also ja, man kann natürlich schon einen fertigen Quark nehmen. Aber ich finde es immer cooler, wenn man alles selber macht. Dann weiß man, was drin ist, oder? Ja. Und ein bisschen was zu tun haben, ist ja nicht schlimm. Fertig. Oh, Achtung. Ich mache jetzt noch ein bisschen Zitronenabrieb rein. Einfach so eine Reibe nehmen. Welche Seite? Einmal rumdrehen. Und dann so ein bisschen den Zitronenabrieb da reinribbeln. Also die Schale kann man auch mitessen, weil viele denken ja, die kann man nicht essen. Da muss man eine Bio-Zitrone nehmen, dann geht das. Aber nicht das Weiße, weil das ist ein bisschen bitter. Wir wollen nur das Gelbe, weil da ist der Geschmack drin. Das heißt nur einmal kurz reiben. Nur so, nicht so, sondern und dann ist schon fertig. Noch einmal umrühren bitte. So, und jetzt kannst du das mal so ein bisschen hier drauf streichen wie Tomatensauce, aber hübsch. Ja. Sehr dünn oder sehr dick? Sehr, sehr dick, sehr mittel. Oh, okay. Dass man noch ein bisschen was sieht. Wir machen ja, das Auge isst ja bei uns auch mit. Und jetzt kommt unsere Deko. Und zwar sind das jetzt hier unsere Oliven. Kleine grüne Weintrauben. Leckere als Träuf. Grüne Oliven. Ja, genau, so. Naja. Findest du nicht so gut? Doch, finde ich super. Noch ein bisschen? Komm, zeig mal, mach mal so ein bisschen mit so einem, lass mal den Unterschied. Mit so einem Schwung vielleicht. Ich hätte auch noch ein bisschen die Wassermelone rausgucken lassen, aber das machen wir jetzt das nächste Mal. So, dann ein paar Weintrauben drauf als Oliven. Dann vielleicht als schwarze Oliven haben wir hier ein paar Blaubeeren. Guck mal, wie hübsch das ist. Dann noch ein paar Himbeeren. Ihr könnt wirklich alle Früchte nehmen, auf die ihr Lust habt. Also wir nehmen Erdbeeren, Beeren, Himbeeren und Trauben. Gehen aber auch, wie du sagst, das Bananen kann man alles nehmen. Ja, was man will. Man kann halt schauen, dass man so ein bisschen so tut, als ob es eben salzig wäre. Und jetzt noch, statt Basilikum, machen wir noch frische Minze. Einfach die kleinen Blätterchen hier abzupfen, zapp, zapp, so. Und dann wird dekoriert. Und guck mal, wie hübsch das ist. Das sieht super schön aus. Noch ist es ja keine Pizza. Es ist ja, jetzt schneiden wir das Ganze noch in Pizzastücke. Achtung. Wie cool ist das denn? Das riecht schon so sommerlich. Wie cool ist das denn? Das ist die Bikini-Pizza sozusagen. So, schau mal. Wow. So sieht sie aus, unsere Melonenpizza. Schaut euch die mal an. Felicitas, vielen, vielen Dank. Ich finde, diese Wassermelonenpizza ist richtig cool geworden. Unbedingt zu Hause nachmachen. Jetzt geht's weiter mit den Tigerenten und den Fröschen. Ja, die Tigerenten führen noch mit 2:0. Das wird sich jetzt ändern. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das nennt sich Stifte fangen. Das hat ganz toll funktioniert. Gott sei Dank muss ich nicht spielen, sondern Oskar für die Frösche. Und Matteo bei den Tigern. Oskar kann aber mehr als nur Stifte fangen. Achtung, kannst du? Gut, dass das nicht geklappt hat. Oskar kann nämlich auch zaubern. Woher kommt die Leidenschaft zu zaubern? Naja, also mein Papa zaubert sehr gerne und von dem habe ich das eigentlich. Und du kannst auch selbst zaubern und hast uns einen Trick mitgebracht. Würdest du ihn uns zeigen? Klar.
Okay. Günther, du hast deinen Zauberstab dabei. Du kannst etwas assistieren, aber stör Oskar nicht so doll. Also, dieser Trick heißt die Affenschaukel. Der ist super leicht. Er besteht nämlich darin, das rote Tuch von dem Seil zu dem Seil springen zu lassen. Und das geht so. Ja, hat geklappt. Moment, genau. Aber Moment. Das war doch nicht der Trick, oder? Nee. Okay, nee. Das ist nämlich noch ganz einfach. Und deshalb hat mir ein ganz großer Zauberer mal gezeigt, wie man das Tuch von dem Seil zu dem Seil springen lässt. Nämlich nimmt man einfach alle drei Seile, um sie zu verbinden. Und wie geht das? Das verrate ich dir nicht. Ja, das verraten Zauberer wieder nicht. Ich habe echt Tricks. Mensch, genau, Oskar, Applaus, nicht schlecht. Ich hoffe, es klappt dann auch so beim Stiftefangen. Sehr, sehr cool. Ja, mit Zauberei können wir nicht glänzen, Matteo. Aber mit Parkour und Scooterfahren, das machst du nämlich beides. Wie kann man sich denn Scooterfahren vorstellen? Scooterfahren ist vielleicht eher was Vielfältigeres. Man fährt Rolle und macht halt viele Tricks. Ja. Super cooles Hobby. Und Stiftefangen kannst du hoffentlich gleich auch, denn das spielen wir jetzt. Was ihr machen müsst, ist Folgendes. Ihr müsst euch Stifte schnappen, die auf euren Handrücken legen. Ihr fangt mit einem Stift an, dann müsst ihr den Stift nach oben werfen und fangen. Ihr fangt mit einem Stift an und wenn das geklappt hat, könnt ihr zwei nehmen. Und wir spielen das so lange, bis beim ersten der Stift runterfällt. Und wer die meisten Stifte schafft, der bekommt am Ende die Notbremse. Alles klar? Die Tigeretten fangen an. Ja, ganz genau, Matteo. Es geht los in 3, 2, 1, go. Kannst dir alle Zeit der Welt nehmen. Gut, guter Start. Locker flockig von beiden. Beide jetzt bei 2 Stiften. Jawohl. Gut, 2 Stifte scheinen im Bereich des Möglichen zu sein. Die dritte Runde, konzentriert euch. Guckt, dass die Stifte richtig liegen. Sehr gut. Ihr könnt jederzeit die Stifte auch auf dem Handrücken korrigieren. Wir sind mittlerweile angekommen bei 4 Stiften. Und Matteo legt vor. Gut. Das ist keine Zauberei, das ist Oskar. Sehr gut. 5 Stifte. Die hat er. Oskar muss nachlegen mit 5 Stiften. Ruhig atmen, Stifte richtig legen. Yes! Hat er. Uah, sehr gut. Wir sind bei 6 Stiften. 2 ganz, ganz starke Spieler. Nervenstark. Okay, das heißt aber noch nichts. Jetzt. Matteo hat 5 Stifte geschafft, beim 6. gescheitert, aber Oskar muss erst mal 6 Stifte schaffen, um die Notbremse für die Frösche zu sichern. Das heißt, Oskar, lass dir Zeit. Entweder es gibt ein Unentschieden und wenn Oskar schafft, dann geht die Notbremse an die Frösche. Das heißt, Oskar, du hast keinen Stress. Oh, der letzte Stift fällt runter. Wir haben ein Unentschieden. Knapp. Es gibt also für jedes Team eine Notbremse. Beide schaffen 5 Stifte bei unserem Spiel. Stifte fangen. Notbremsenstand 3 für die Tigerenten und 1 Notbremse für die Frösche. Und wir machen weiter mit einem musikalischen Battle beim Clubstar. Es ist Zeit für Lip-Sync-Battle. Marie und Maya haben 2 coole Performances auf 2 echt unterschiedliche Songs vorbereitet. Den Anfang machen die Frösche. Wir hören Marie mit dem Song Tohuwabohu aus dem Film Bibi und Tina. Auf was kommt's denn da an, Max? Ich glaube, Laura danced jetzt schon. Weil ich liebe Bibi und Tina. Voll deine Nummer. Ja. Ist mega der Party-Song. Also allein, wenn man sich mal das Musikvideo dazu anguckt, da sind hunderte Leute, die tanzen dazu. Und das ist halt richtig cool für die Nummer. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es so ein Reggaeton-Beat ist, so ein bisschen schneller. Das zieht einfach, da will jeder mittanzen. Und ich freue mich da jetzt auf eine richtig coole Club-Performance, die alle mitreißt. Marie steht bereit. Kurz vor der Bühne, in wenigen Sekunden, hat sie ihren großen Auftritt bei uns auf der Clubstar-Bühne. Die Klasse 5.1 muss bitte anfeuern und mitfiebern. Hier ist sie mit Tohuwabohu aus dem Film Bibi und Tina.
Marie, sei unser Clubstar. Mensch, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass bei dir im Kopf Tohuwabohu war, oder? Ich hoffe, es gibt gleich eine richtig gute Bewertung von DJ Max. Vorher müssen wir abwarten, was die Gelben da so machen, die Tiger. Ja, die Gelben da, die werden Gelben. Das jetzt auch mal richtig rocken. Mhm. Denn Maya steht schon in den Startlöchern und sie wird Some Say von Nea performen. Das ist alles andere als Tohuwabohu, denn ein komplett anderer Song, Max. Worauf kommt es da an? Das krasse Gegenteil, wirklich. Das ist, startet erst so ein bisschen ruhiger. Dabei hat der Song ein richtig krasses Party-Vorbild. Wir hören mal kurz rein. Der ist nämlich von Blue. Vielleicht kennst du den Song auch noch. Das war schon so zum Feiern. Und diese neue Version, die startet jetzt, wie gesagt, echt so langsam. Und dann geht es so richtig ab. Ich glaube, gar nicht so einfach zum Performen. Aber ich hoffe mal, dass Maya sich was Gutes überlegt hat dafür. Ich auch, aber trotzdem sehr, sehr vielversprechend, allein schon dieser Beat. Maya steht bereits backstage, konzentriert sich nochmal. Auch ihre Klasse schaut zu, fiebert mit, feuert sie an. Maya, sei unser Clubstar. Ihr wart auch echt gerade ein richtig gutes Duo. Tanzt du denn sonst auch? Nö. Eher nicht? Was machst du? Nö. Aber hast du ein bisschen Spaß gemacht? Ja. Das waren unsere zwei Auftritte heute im Clubstar beim Lip-Sync-Battle. Lieber Max, wir wollen wissen, an wen geht die Notbremse? Puh, das wird sehr schwierig. Ich fange mal an bei den Fröschen, bei Marie. Da saß echt alles, fand ich richtig gut. Und bei den Tigerenten, Maya. Der Song, der ist echt nicht einfach. Ich finde gerade dafür, so den Anfang, den mitzunehmen und hier alle mitzureißen, fand ich echt gut. Ich glaube, hinten raus, gerade wenn der Song so lauter wird, da hätte ich mir noch einen Ticken mehr gewünscht, aber fand ich auch richtig gut. Aber ich muss mich entscheiden. Und Marie, dem muss ich sagen, bei den Fröschen, ich sehe die Strahlen und das nicht nur im Gesicht. Das wirkt echt richtig gut auf der Bühne, von daher Notbremse für die Frösche. Yeah.
Yes, Notbremse Nummer 2 für die Frösche. Marie holt die Notbremse. Glückwunsch. Keine leichte Entscheidung für Max. Am Ende holt Marie den Punkt und damit steht es 3:2 für Team Gelb. Und wir sind zurück im Clubraum mit Köchin Felicitas Teen. Wir zaubern wunderbare Snacks für den Sommer. Die Melonenpizza haben wir schon gemacht. Mhm. Und jetzt gibt's den Tigerenten-Shake. Was machen wir da? Ja, wir machen einen Shake, der gelb ist und Streifen hat, wie eben unsere wunderschöne Tigerente. Da müssen wir ein bisschen kreativ sein und erstmal das Glas vorbereiten. Ich habe dir einen Pinsel mitgebracht. Ja. So, bitteschön. Und ein Glas. Und hier ist flüssige Schokolade. Da tauchen wir jetzt mal den Pinsel ein und malen ins Glas Streifen. Nicht außen ran, weil das gibt eine Sauerei. Innen rein. Achtung. Was ist das für Schokolade? Das ist Zartbitterschokolade. Die haben wir einfach über dem Wasserbad geschmolzen. Zart 1. Guck mal. Oh, du nimmst mehr Schokolade. Ich nehme ganz viel Schokolade, weil Schokolade ist ja super und vor allem super lecker. Und wir wollen ja richtig deutliche Streifen, wie eben bei der Tigerente. So, guck mal, ich bin schon fertig. Dann kann ich in der Zeit schon mal unseren Shake machen. Guck mal, super ist das. Und ein Glas haben wir auch schon vorbereitet. So. Für unseren Shake brauchen wir Bananen, weil wir wollen ja einen gelben Shake machen. Ja. Und da ist es übrigens auch ganz wichtig, dass man so Bananen nimmt, die schon so ein bisschen braun sind. Warum? Weil die sind einfach süßer und viel aromatischer. Riech mal, wie die duften. Oh, die riecht so richtig bananig. Ja. Wollen wir beide aufmachen? Wir machen beide auf und dann, ich glaube, der Mixer kann das schaffen, hauen wir das einfach hier rein. Zack. Günther, Banane. Zack, zack. Oh. Hier erstmal ein bisschen Banane und der Rest kommt hier rein. Dann, wie bei so einer Bananenmilch, noch ein bisschen Milch, schwupp. Ganz normale Milch, oder? Ganz normale Milch. Man kann natürlich auch Hafermilch nehmen oder was man möchte. Dann habe ich ein bisschen Orangensaft, auch für die Farbe. Und jetzt kommt was Besonderes, und zwar ist das Kurkuma. Was ist denn Kurkuma? Das ist so eine Wurzel, so ein bisschen wie Ingwer. Schmeckt eigentlich nach fast gar nichts, ist super gesund und macht gelb. So, quasi der billige Safran. Ja, also es ist ein bisschen für die Farbe, aber auch für den Geschmack. Genau, und noch ein Hauch Vanillezucker. Und dann würde ich sagen, Abfahrt, dann lass uns oder? Mal schnell shaken. Es wird laut. Achtung, Günther. Achtung, Günther. Perfekt. Na, guck mal. Aber hier. Woo. Guck mal. Echt Tigerenten-Color, oder? Dann lass uns mal schnell einschenken. So, zwei. So. Zapzere. Achtung. So. So sieht er aus, guck unser Tigerenten-Shake. Das Rezept gibt's natürlich auf tigerentenclub.de. Wie er schmeckt, verraten wir euch gleich. Wir werden ihn gleich probieren. Vorher geht's aber weiter mit unseren beiden Teams. Die kämpfen nämlich noch um die Notbremsen. Wir kommen zum Viva Wissensquiz. Das heißt, Laura und ich haben spannende Fragen für euch vorbereitet. Ihr müsst sie beantworten. Wer die meisten Fragen richtig beantwortet, der bekommt am Ende die Notbremse. Die Fragen aber kommen aus ganz verschiedenen Themengebieten. Heute sind das folgende. Pflanzen, Natur, Technik, Vierbeiner, Physik. Konrad, ich gucke auf dich. Und Vielbeiner. Und jedes Team, ganz wichtig, hat einen Joker. Den sogenannten Nix-Wiss-Joker. Das heißt, wenn ihr die Antwort nicht wisst oder euch unsicher seid, einfach sagen, wir nehmen den Joker, dann wird eine falsche Antwortmöglichkeit gestrichen. Die Frösche liegen aktuell noch hinten, das heißt, wir dürfen anfangen. Der Zufallsgenerator läuft und Marie wird buzzern und dann kriegen wir eine Frage aus dem Bereich von Pflanzen. Denn wer in der Landwirtschaft arbeitet, der muss manchmal sehr schwindelfrei sein. Landwirte sind immer im Grünen. Von wegen. Chiara hat Ende März einen eher öden Arbeitsplatz. Ein Klettergerüst aus Holzstangen und Drähten. 5 Monate später ist der ganze Garten dann grün. 8 Meter lange Ranken werden bei der Ernte abgeschnitten. Auf dem Hof werden Stängel und Blätter dann von den Blütendolden getrennt. Aus denen kann man Limonade machen oder Tee, der soll beruhigend wirken. Der Großteil der Ernte aber wandert als Bierwürze in Brauereien. Früher hat man getrocknete Dolden auch in Bücherregale gelegt. Sie nahmen Feuchtigkeit auf und schützten die Bücher so vor Schimmel und Schädlingen. Doch jetzt zur Frage. Wie heißt die Pflanze mit den langen Ranken? Hier kommt eure Frage. Wie heißt die Pflanze mit den meterhohen Ranken? A. Topfen. B. Pfropfen oder C. Hopfen? Pfropfen oder Hopfen? Hopfen. Nehmen wir den Joker erstmal. Okay, den Joker. Direkt den Joker bei der ersten Frage? Ja. Okay, Leute. Okay.
Wir nehmen den Nix-Wiss-Joker, das heißt, wir streichen eine falsche Antwort und wir streichen A, Topfen. Heißt B, Pfropfen oder C, Hopfen. Hopfen, oder? Hopfen. Hopfen. Ja? Ja. Okay. Wir loggen ein, Hopfen. Konrad, alles gut? Ja. Diese Antwort ist richtig, Leute, sehr gut. Sehr gut. Ist der Joker weg. Hättet ihr jetzt die Lieblingskategorie so für den Start? Natur. Natur? Ja. Ja, ja, ja. Okay, dann schauen wir mal, ob du Natur erbuzzern kannst. Generator ab. Du musst buzzern, Maya, damit es okay. Physik ist es geworden. Es geht also um Physik und wie gut Physik und Musik zusammenpassen, das zeigt uns der liebe Jakob. Hallo und herzlich willkommen im Tigerenten-Forschungslabor. Heute heißt es, Sicherheitsbrille an, denn es wird feurig und deswegen sind wir auch beim Technischen Hilfswerk in Neuhausen. Gerd steht schon mit dem Feuerlöscher bereit, damit hier nichts schief geht. Und das Feuer ist auch schon an. Hier habe ich was super Cooles, und zwar das Rubensche Flammenrohr. Damit kann ich Musik nicht nur hören, sondern auch sichtbar machen. Wie funktioniert das Ganze? Also, wir haben hier ein Rohr, wo wir ganz viele kleine Löcher reingebohrt haben. Und auf dieser Seite hier habe ich einen kleinen Lautsprecher eingebaut, zusammen mit dem Gerd. Ja, und was ich jetzt machen kann, das ist wirklich spektakulär. Also, ich mache nun meinen Lautsprecher an und wir hören einen Ton und das verändert die Flammen. Und ich kann jetzt was sehr Cooles anstellen. Und zwar kann ich hier ein bisschen am Regler drehen und habe verschiedene Töne. Ich ändere also die Frequenz der Wellen im Rohr. Und das Ganze sieht so aus, dass hinten beim Lautsprecher wird diese Welle losgeschickt mit dem jeweiligen Ton, den ich einstelle. Und dann geht das Ganze durchs Rohr. Und meine Frage an euch ist, was schicke ich denn hier durchs Rohr? Welche Wellen sind es? Welche Wellen werden im Rubenschen Flammenrohr sichtbar gemacht? Sind es A, die Druckwellen, B, Schallwellen oder C, sind es die Feuerwellen? Ratlose Gesichter. Ihr könnt euch gerne laut besprechen, Maya. Schallwellen oder Druckwellen, ich weiß es nicht. Schallwellen. Ja, Schallwellen. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, habt ihr auch immer die Möglichkeit, den Nix-Wiss-Joker noch zu ziehen, ne? Also ist ja noch alles offen. Schallwellen, sagt Matteo, Fabian nickt. Ja. Ja, okay, wir loggen ein, B, Schallwellen. Und es gibt eigentlich nur einen, der diese Antwort liefern kann, und das ist Jakob. Spiel die Feuermusik ab. Ich will jetzt nicht nur Töne hören, sondern ganze Musik. Deswegen habe ich mir einen heißen Song runtergeladen und den spiele ich jetzt mal ab. Wow, krass. Man sieht, wie die Flammen zur Musik tanzen. Das Ganze passiert, weil hier habe ich ja meinen Lautsprecher. Da ist eine Membran dran, die bewegt sich hin und her und versetzt dabei die Luft in Bewegung. Und es sind keine Mikrowellen, es sind keine Feuerwellen. Dadurch kann man dann plötzlich die Schallwellen sehen und damit ist das auch die richtige Antwort. So, und ich drehe jetzt mal die Musik ein bisschen auf. Die Schallwellen. Antwort B ist richtig. 1-1. Weiter geht's bei den Fröschen. Und jetzt brauche ich mal eure Klasse, die uns zuschaut. Liebe 5-1, der Zufallsgenerator wird jetzt gleich laufen. Und ihr müsst Stopp schreien. Und wenn ihr Stopp schreit, dann buzzert Marie. Okay? Marie, du hörst auf die Klasse, wann die Stopp schreit. Ich halte mir die Ohren zu. Viel Erfolg. Wow. Was ist es geworden? Okay. Hier kommt eure Frage, da geht es um Straßenbahnen. Mit einem Tieflader kommt ein neuer Triebwagen der Stuttgarter Straßenbahn Zacke zum Einsatzort. 30 Tonnen wiegt so ein Wagen. Eine Rampe mit Schienen wird angelegt, um das Schwergewicht vom LKW auf seine Gleisstrecke zu bringen. Zwischen den Gleisen ist eine Stange mit Löchern verlegt. Sie sieht ein bisschen wie ein Reißverschluss aus. Oder wie eine Leiter. In die Lücken dieser Stange greifen die Zacken an Rädern auf der Unterseite des Triebwagens. Diese Konstruktion macht aus der Zacke eine Kletterkünstlerin, die auch große Steigungen bewältigt. Und das ist die Frage. Wie nennt man eine Bahn wie die Stuttgarter Zacke? Eine Straßenbahn, die Zacke heißt. Und das ist, liebe Frösche, eure Frage. Wie nennt man eine Bahn wie die Zacke? Nennt man sie A,
Zapfenzug, B, Zahnradbahn oder C, Leiterwagen? Zapfenzug, B, Zahnradbahn und Leiterwagen. Zahnradbahn. Wegen warum? Weil Leiterwagen würde keinen Sinn machen, weil es ist ja kein Wagen. Und Zapfenzug kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Zapfenzug. B. Also wir nehmen B, Leute. Ja, B. Wir loggen ein B, die Zahnradbahn. Diese Antwort ist richtig! Ja! Die Frösche liegen vor 2-1. Und die Tigerenten ziehen jetzt bestimmt nach mit der nächsten Frage. Maya, du darfst die nächste Kategorie erbuzzern. Vielbeiner sind es also geworden. Und Vielbeiner, da geht es um Tiere, die wuseln mit ganz, ganz vielen Beinchen durch die Welt. Tausendfüßer sind über die ganze Erde verteilt und ausgesprochen vielgestaltig. Es soll mehr als 15.000 Arten von ihnen geben. Aber wisst ihr was? 1000 Füße hat keiner von ihnen. 750 ist das Äußerste, sagt die Wissenschaft. 1000 heißt hier einfach nur sehr viele. Diese Art hat bis zu 38 Beine. Die Tiere können sich zur Verteidigung zusammenrollen. Die 1000-Füßer-Art gibt es auch bei uns in Deutschland. An sie ging 2006 sogar der Titel Wirbelloses Tier des Jahres. Trotzdem kennen nur wenige das Tier. Schade eigentlich, denn es ist sehr nützlich. Es zersetzt Laub zu fruchtbarem Humus und durchlüftet den Boden. Bei Gefahr rollen sich die Tausendfüßer nicht nur ein, sie sondern auch eine Flüssigkeit ab, die Fressfeinde abschrecken kann. Das klappt aber nicht immer. Und da ist die Frage, wie heißt dieses Tier? Wie heißt denn dieses wirbellose Tier des Jahres 2006? Ist es A, Giftball, B, Saftkugler oder C, Igelfüßer? Saftkugel. Saftkugel sogar direkt, okay. Sehr gut. Also sollen wir B einloggen? Ja. Saftkugler? Mhm. Dann machen wir das. Wir loggen B ein. Und diese Antwort ist richtig, es ist der Saftkugler. Lustiger Name, es steht 2-2 und der Zufallsgenerator läuft für die Frösche. Natur oder Vierbeiner? Vierbeiner müssen wir, bitte. Und es geht um Vierbeiner und da wollen wir Hirsche treffen. Rothirsche gehören in den Wald? Irrtum. Die flachen Küstengebiete der Ostsee gefallen ihnen sogar besonders gut. Denn eigentlich haben diese Tiere gerne freie Bahn für einen schnellen Lauf. In die Wälder haben sie sich zurückgezogen, weil ihr ursprünglicher Lebensraum durch Straßen und Städte immer kleiner wurde. Dieser Hirsch hat einen Sender, deshalb lassen sich seine Wanderungen gut nachverfolgen. Im Herbst, der Paarungs- oder Brunftzeit, zieht er nach Westen. Dort leben Hirschkühe in Rudeln. So ein Rudel gilt es zu erobern und zu verteidigen. Manchmal reicht es, seinen Konkurrenten mit lautem Brüllen einzuschüchtern. Na gut, dann verkrümel ich mich mal. Aber es kommt auch zu Kämpfen, bei denen die Geweihe aufeinander krachen. Schwere Verletzungen sind dabei aber selten. Hirschkühe haben kein Geweih. In der Jägersprache gibt es einen nicht so schmeichelhaften Namen für sie. Und das ist die Frage. Wie lautet der? Liebe Frösche, wie heißen weibliche Hirsche in der Jägersprache? Heißen sie A. Kahlwild, B. Klatzvieh oder C. Haarwild? Ich glaube B, oder? Haarwild würde ich erstmal rausnehmen, weil Hirsche haben ja auch Haare. Und es hieß ja ein nicht so schmeichelhafter Name, also vielleicht Kahlwild. Oder Klatz. Oder Klatz. Ja. Klatzfisch ist aber auch nicht nett. Nehmen wir einfach Kahlwild. 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 Ja. A. Wir loggen also A ein. Kahlwild. Diese Antwort ist
Leider richtig! Super! Wir haben auf jeden Fall eine Notbremse. Yes! Liebe Tigerenten, ihr könnt jetzt noch mit einer richtigen Antwort ein Unentschieden aushandeln. Ihr müsst gar nicht mehr buzzern, denn es ist nur noch Kategorie Natur übrig. Und dahin geht's jetzt, denn in manchen Gegenden kann man Wasser ohne Behälter stapeln. In diesem Keller lagern Ivans Trinkwasservorräte als Eisblöcke. Kühlung gibt es umsonst, denn die Erde ist hier bis in große Tiefe permanent, also dauerhaft das ganze Jahr über, gefroren. Hier in Sachar, einem riesigen Landesteil Russlands, sind die Winter extrem kalt, bis minus 40 Grad Celsius. Im Sommer kann es allerdings heiß werden. Die Sonne hat aber bisher immer nur eine dünne Schicht des Bodens aufgetaut. Mit der Klimaerwärmung ändert sich das. Immer dickere Bodenschichten tauen auf und sacken ab. Häuser stehen plötzlich nicht mehr auf festem Untergrund. Ivans Haus ist zusammengebrochen. Sachars Hauptstadt Jakutsk ist eine Großstadt. Ihre Hochhäuser stehen auf Stelzen, die 10 Meter in den Boden ragen. Sie verankern die Häuser sicher und stabil. Aber nur, solange der Boden tiefgefroren ist. Und da ist die Frage: Wie nennt man den dauerhaft tiefgefrorenen Untergrund? Wie nennt man den dauerhaft tiefgefrorenen Untergrund? Ist es A. Permafrostboden, B. Eisgrund oder C. Iglu-Gletscher? Ich würde einfach A nehmen. Ja, A. Ja. A. Wir nehmen A. Also würdet ihr A nehmen? Ja. Dann loggen wir A ein. Meint ihr, eure Klasse wüsste das? Keine Ahnung. Ich glaube, die hat gar keine Ahnung. Ach, ich glaube schon. Wollen wir sie mal fragen? Wir fragen sie einfach mal. Liebe 5a, glaubt ihr, ist Antwort A richtig? Einfach mal jubeln, wenn ihr es... Ja! Ja! Okay! Ja, es ist richtig! Okay. Super, 3-3. Ja. Beide Teams unentschieden und damit geht an jedes Team eine Notbremse. Vierte Notbremse für die Tigerenten und Notbremse Nummer 3 für die Frösche. Und wir sehen uns gleich wieder im Quälgang. Damit steht es 4-3 und wenn ihr zu Hause sagt, hey, ich hätte die Fragen auch beantworten können, überhaupt kein Problem, ladet euch die brandneue Kika-Quiz-App runter. Gibt's im App und Google Play Store, dann könnt ihr mitquizzeln. Und jetzt, Felicitas, machen wir was Cooles zum Abschluss, was nicht fehlen darf im Sommer. Und zwar Eis. Oh, ich liebe Eis. Ich liebe auch Eis. Ja. Und das Eis ist selber gemacht, weil selbstgemacht schmeckt ja immer noch am besten. Wir brauchen dazu eigentlich nur gefrorene Früchte. Ich habe jetzt hier Erdbeeren, ihr könnt aber auch Himbeeren nehmen oder Blaubeeren oder so eine Beerenmischung, was eben gerade da ist. Und während wir das Eis machen, stelle ich dir 1-2 Fragen aus dem Live-Chat. Danke an eure Fragen. Die erste Frage kommt von Mimi. Fragen deine Freunde häufig, ob du für sie kochst? Ja, ganz oft. Aber ich liebe das auch. Ganz oft kaufe ich ganz viel ein. Ich habe so eine Küche mit so einem Küchentresen und dann kommen alle und wir kochen zusammen toll. Und eine riesige Tafel und dann dauert so ein Frühstück mal bis in die Abendstunden. Erdbeeren sind drin. Du hast was reingemacht? Jetzt kommt ein bisschen Kokosmilch dazu, weil wir haben ja so ein bisschen Beach Wipes hier. Und dann habe ich eine Limette und davon nehme ich auch wieder ein bisschen Abrieb. Schwupp, schwupp, schwupp. Und ein bisschen Saft, weil es ist nämlich so, dass Säure ein Geschmacksverstärker ist. Und wenn du so ein bisschen Zitronen- und Limettensaft dran machst, dann ist so, hopp, schmeckt alles einfach ein bisschen besser. Wie gut. Trink 17. Und muss noch sowas rein wie Zucker oder brauchen wir es gar nicht? Ja, ein bisschen schon, weil die Erdbeeren sind schnell ein bisschen sauer. Ein bisschen Vanillezucker wieder. Und dann kommt das Ganze. Und das Ganze mit dem Pürierstab klein gemacht. Und du kannst mir noch eine Frage stellen. Okay, die nächste Frage kommt von Emily. Was ist dein absolutes Lieblingsrezept? Rezept oder Gericht? Beides. Ich liebe Pizza. Und ich habe so einen Pizzaofen auf dem Balkon. Der wird ganz heiß, 500 Grad. Und damit backe ich am liebsten Pizza. Oh, Pizza ist was Tolles. Pizza ist was mega Tolles. Eine Frage von Lenny. Wie oft backst du ungefähr? Ich würde sagen, dass ich eigentlich 2-3 Mal die Woche backe, weil ich backe sogar mein Brot selber. Ich kaufe das nicht. Sehr lecker. Da schließt sich die Frage an von Sascha, der wissen möchte, was würdest du empfehlen, wenn es, also es ist Sommer, es ist warm, und man möchte aber trotzdem deftig essen? Oh, da sind wir eigentlich wieder bei der Pizza, oder? Weil die ich finde die Pizza super. Da legen wir ein bisschen Rucola drauf, dann ist sie doch frisch. Ja. So, schau mal, das Eis ist jetzt fertig. So, zapp, zapp. Ganz cremig. Oh, guck mal. Super. Darf ich einmal mit dem Finger, bitte? Ja, na klar. Danke. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Deko-Tipp. Und dann möchtest du auch probieren. Ist ja unser, Limette ist ja noch da. Damit machen wir so ein bisschen den Rand feucht. Und dann wie in so einer coolen Cocktailbar. Oh, das ist eine gute Idee. Kommt das Glas hier rein. Und dann hat man so einen Coca-Cabana-Rand. Schau mal.
Und da löffeln wir jetzt unser Eis rein. Und dann ist es auch schon fertig. Guck mal. Perfekt. Während du weiter vorbereitest, noch eine Frage. Bin ich ja mal gespannt. Jonas möchte wissen, ja? Was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer? Ich finde Apfelschorle cool. Das ist ja echt ein Klassiker. Ich liebe Apfelschorle. Schon als Kind habe ich gerne Apfelschorle gemacht, aber selber gemischt. Naturtrübe Apfelsaft und Mineralwasser. Letzte Frage kommt von Elias. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu kochen? Also, ich habe schon als Kind lieber gegessen als gespielt, hat meine Mutter gesagt. Und ich durfte schon ganz, ganz früh in die Küche. Also ich durfte schon mit 5 so ein bisschen mitmachen, in die Töpfe schauen und seitdem bin ich nicht mehr rausgekommen aus der Küche. Und jetzt schauen wir uns das Blitzeis an. Schaut mal, wie cool das aussieht. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass die Erdbeeren gefroren sind, oder? Damit es auch dann diese Eiskonsistenz bekommt. Günther? Und dieser Kokosnussgeschmack, lecker, ja, oder? Ja, stimmt, der kommt durch. Ich will noch mal probieren. Mhm. Also Leute, wenn ihr diese Gerichte nachmachen wollt, Melonenpizza, Tigerentenshake oder auch hier Blitzeis, geht ganz einfach. Alle Rezepte gibt es auf tigerentenclub.de. Jetzt geht's weiter mit den Tigern und den Fröschen, die kämpfen um die letzten Notbremsen. Du musst aufpassen, dass du von hinten kommst. Das ist Günther Kastenfrosch. Und das ist Günthers Pendel des Schreckens. Und mit diesem Pendel muss er diese Eimerpyramide umhauen. Und wenn Günther das macht, bekommt er die Notbremse. Also nicht Günther direkt, sondern natürlich unsere Teams. Und die stehen ganz da hinten am Ende des Quälgangs schon bereit. Viel Erfolg. Ich kann euch kaum sehen. Der Gang ist wirklich sehr, sehr lang. Und hier vorne habe ich gerade gemerkt, das ist die große Clubstar-Revanche. Die beiden sind ja eben schon angetreten. Es geht los in 3, 2, 1 und go! Noch ein bisschen gemächlicher Start bei beiden Teams. Da muss man eigentlich richtig Schwung nehmen, um keine Zeit zu verlieren. Aber die Frösche, die Marie, die ist jetzt richtig flott unterwegs. Und beide Teams, die nehmen sich eigentlich gar nichts. Ab über das Haar. Marie mit so einem leichten Vorsprung. Ab durch die Tür zu euch. Go, 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 komm schon, go, go, Marie, go, komm Maya. Schon. Maya, Maya, Marie, Maya, Marie, Marie, Maya. Marie. Oh, ein bisschen Schlangenlinien. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Durch die Reifen. Super, Marie, super. Oh, sie ist so schnell. Schnapp dir das Pendel, nimm's zurück und leg los. Komm, Maya. Volle jawohl. Und. Schön zielen. Bam. Jawohl. Oh, nein. Ziele. Nein, jetzt kommt Maya wieder zurück. Einer. Einmal rechts und links. Zielen. Ja, sehr gut. Zwei Eimer noch bei Maya. Wir werden es noch schaffen. Ah, leider vorbei. Der rechte Eimer, der rechte Eimer. Ziele. Du schaffst so gut, der schnelle Pendel. Vorbei. Yes. Jetzt, 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 jetzt. Notbremse für die Frösche! Marie, ich glaube, du hattest eine Taktik. Was hattest du dir vorgenommen? Zu gewinnen. Und wie war es, durch den Parcours zu donnern? Was war besonders schwierig und knifflig? Das Fahrradfahren. Das Fahrradfahren war richtig anstrengend, aber Marie hat das von vorne bis hinten gerockt. Also, die Frösche sind wieder dran. Super Leistung. Klettergarten steht an, es geht also hoch hinaus. Aktuell steht es 4-4. Richtig spannend und jetzt geht es um die allerletzte Notbremse. Die Frösche fangen an, legen eine Zeit vor, die läuft dann rückwärts. Oskar, das ist dein Parcours. Es geht zuerst über unseren Bretterseiltanz, dann wartet auf dich der Tarzansprung. Dann wird es richtig anstrengend. Es geht für dich durch unser Hangelhindernis mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ganz am Ende bitte einmal die Spinne machen, Spider-Man durch das Netz und am Ende wartet die Glocke auf dich. Wenn du die Glocke betätigst, dann stoppen wir die Zeit. Und die muss Matteo erstmal stoppen. Also, schlagen. Es geht los für die Frösche in 3, 2, 1, go! Oh, kleine Startschwierigkeiten. Jetzt hat sich Oskar eingegroovt. Und das ist eine gute Taktik. Du musst das eine Brett nach vorne und das andere mit den Beinen hinterher. Oh, das zerrt an den Kräften. Das erste Hindernis kostet aber immer Zeit. Ja, ja. Und gleich gibt's Tempo. Auf geht's, Oskar! Komm, komm, komm! Tarzansprung! Seil mitnehmen! Und Anlauf rüber. Jetzt ist er im Hangelhindernis. Und das hat es in sich. Wir werfen einen Blick auf die Zeit. Wir sind bei exakt 45 Sekunden. Das ist gar nicht so schlecht. Komm schon, Oskar, durchziehen. Mit einem Bein direkt auf das andere Hindernis. Beißen bis zum Schluss. Oskar ist sehr weit oben unterwegs. Ah, da ist der Bizeps gefragt. Was ist nochmal Bizeps?
das, was du nicht besitzt. Richtig. Hast. So nehmen wir. Aber was könnte aber hat, guck mal hier. Ja, oder Cookies am Start. Das ist, weil ich immer so viel Salat esse. Ja, Salat schrumpft und die Zähne. Richtig, Laura. Ich weiß, auf dich ist Verlass. Und jetzt einmal durchspinnen. Komm schon. 1:18 und wir komm, sind zieh nochmal durch, Oskar. Komm, die letzten Meter. Go, go, go. Nochmal Zähne zusammenbeißen. 1:30, komm schon. Die Glocke wartet auf dich. Letzter Meter. Und. Wir stoppen die Zeit. 1:42 hat Oskar benötigt. Die Zeit läuft jetzt rückwärts für euch Tigerenten. Und wenn ihr schafft, in der Zeit diesen Parcours zu meistern, dann geht die Notbremse vielleicht an euch. Genau, Matteo hat es in der Hand. Er steht bereit. Matteo, alles klar? Alright, dann geht es los für dich in 3, 2, 1. Go! Go, go, go! Komm Matteo, schon, Matteo, jawohl! Das sieht doch super aus. Gar keine Probleme auf dem Bretterseitanz. Gleich geht's durch den Tarzansprung, aber er braucht auch ein bisschen Zeit hier, Laura. Das ist nicht so ohne. Alles okay? Matteo, alles gut? Ja, alles gut. Okay, alles gut. Er ist hart im Leben, Matteo. Okay. Matteo hat das ohne Seil gemacht. Tarzan oder Bungee, es geht weiter. Du kannst es mit dem Seil machen, du kannst es ohne machen, dann bist du Matteo und er zieht es einfach weiter durch. Und da haben alle wahrscheinlich viele vom Fernseher gerade gesagt, oh. Aber Matteo ist hart im Nehmen, der macht weiter. Komme, was wolle, denn er will die Zeit schlagen und er hat noch 37 Sekunden Zeit. So, Konzentration wieder. Matteo, du hast noch 30 Sekunden, das kannst du schaffen. Nur noch durchs Spinnennetz. Das kannst du auf jeden Fall schaffen. Es geht um die letzte Notbremse vor dem Rodeo-Ritt. Oh, Matteo ist eine Maschine. Komm schon, Junge. Sieben Sekunden noch, komm, Matteo. Gib doch mal alles. Oh, der war gequietscht. Wow! Matteo! Da jubelt eine schon eine Klasse, weil sie es, glaube ich, gesehen hat. Ja, die hat's Laura, gesehen. Wie knapp war das denn bitte? Es war saumäßig knapp. Eine Sekunde schneller als Oskar. Und das bedeutet, die allerletzte Notbremse vor dem Rodeo-Ritt geht an die Tigerente. Richtige Eskalation im Klassenzimmer, aber völlig zu Recht, weil Matteo einfach eine Maschine ist. Und das bedeutet, wir können am Schluss einen Blick auf das Notbremsenkonto werfen. Matteo war, sage und schreibe, eine Sekunde schneller. Bedeutet, die Tigerenten haben 5 Notbremsen auf dem Konto und die Frösche, lieber Günther, haben 4 Notbremsen auf dem Konto. Jetzt entscheidet sich's, wer bekommt den goldenen Pokal? Welches Projekt bekommt 600, welches Projekt 400 Euro? Wir kommen zum großen Finale, dem wilden Ritt auf der Tigerente. Finale im Tigerentenclub. Es wird auf der Rodeoente geritten. Jedes Team hat Notbremsen zur Verfügung. Und zwar 5:4 steht es aktuell. Diese Notbremse wird, wenn sie eingesetzt wird zur Bremse, dann hält das wilde Rodeo ganz kurz an. Die Reiter und der Reiter können durchschnaufen. Setzt bitte diese Notbremsen ein. Lasst eure Reiter nicht so zappeln. Das große Finale für Fabienne beginnt in 3, 2, 1, go! Konrad bei den Fröschen gegen Fabienne bei den Tigerenten. So, anfangen. Fabienne. Konrad. Wo sind die Klassen? Macht mal richtig Lärm. Locker bleiben, schön zurücklehnen. Sag dann jetzt, wenn du es brauchst. Die Tigerenten noch 5 Notbremsen, die Frösche noch 4. Sehr gut, das sieht solide aus. Sehr, sehr gut. Soll ich jetzt? Locker bleiben. Ja, okay. Tigerenten haben eine Notbremse. Notbremse. Vor den Fröschen gesetzt. So, fahr.
Konrad, kneif die Beine zusammen, komm. Ja, sehr gut, schnell wieder hinsetzen, sehr gut. Soll ich? Ja. Konrad, brauchst du eine? Schnell, ja, okay, setz, Konrad setz, braucht keine, Fabian, sagt er. Konzentrier dich, festhalten. Los. Noch zwei Notbremsen. Komm, setz meine, Marie, gut. Ori, komm, wieder hinsetzen, richtig, wir haben aufgeholt. Du hast noch zwei, Konrad, konzentrier dich auf dich. Alles gut. Fabian, Körperspannung, spann alles an. Marie, setz mal, Marie. Jetzt draufsetzen. Wir haben noch eine, Konrad, wir haben noch eine. Bleib cool, Konrad, konzentrier dich. Nein. Konrad, du hast es geschafft, Konrad. Yes. Macht nichts. Frösche, komm mal zu mir nach vorne. Für meine Frösche gibt es heute den Goldpokal. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch an die Tigerenten, aber nicht traurig sein, liebe Frösche. An die Frösche, nicht traurig sein, Tigerenten. Sag, wir machen das. Der Silberpokal geht an euch und damit auch 400 Euro an euer Herzensprojekt. Ihr dürft euch auch freuen. Liebe Frösche, Oskar, wie fühlt sich's an? Habt ihr noch ein paar Grüße rauszuhauen an eure Klasse zu Hause? An meine Eltern und Freunde. Danke fürs Anfeuern und wir unterstützen Projekte der SWR und SR Herzenssache. So sehen Sieger aus. Das sind die entscheidenden Momente. Die Frösche können sich halten. Die Tigerenten plumpsen runter. Das heißt, Sieg für Team Grün. Für die Frösche gibt es den Goldpokal. Und das war's für heute im Tigerenten-Club. Danke an euch zu Hause fürs Dabeisein. Und wir haben gemeinsam mit Feli echt was gezaubert. Den Tigerenten-Shake, die Melonenpizza und das Blitzeis. Alle Rezepte gibt's auf tigerentenclub.de. Aber von dir gibt's ja noch jede Menge mehr. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal mit wirklich einfachen Rezepten, die Spaß machen. Und auf Instagram ist es auch immer lecker. Und was ist, wenn man sich da nicht so rantraut? Ich finde, zuerst kann man vielleicht zusammen mit den Eltern kochen. Ansonsten einfache Rezepte. Und wenn man dann Erfolg hat, dann macht es so Spaß, weil Kochen ist einfach nur geil. Feli, ich fand super, dass du heute hier warst. Hat mir mega Spaß gemacht. Danke. Und als Dankeschön bekommt Feli natürlich von uns auch die Tigerente. Wirklich? Dankeschön, Günther. Mit Pirouette. Tschüss. Leute, das war's heute im Tigerentenclub. Bis nächste Woche. Tschüss.